Ja, guten Tag. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Ulrich Schneider. Ich bin Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten und gleichzeitig auch Generalsekretär der Fédération Internationale Résistante, Association Antifasciste, der Dachorganisation der Veteranenverbände. Mein Thema heute ist der 8. Mai, den Umgang mit dem 8. Mai und die Frage, warum es eigentlich so notwendig und sinnvoll ist, zu erinnern. Für mich gibt es drei Punkte, die an diesem Tag wichtig sind. Das erste ist, gerade weil wir heute viele neue Angehörige nachgeborener Generationen haben, die die Auseinandersetzung um den 8. Mai und die Frage, wie es dazu gekommen ist, diesen Tag als Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg zu erinnern, nicht mehr mitbekommen haben, möchte ich noch mal kurz daran erinnern. Heute gehen die meisten davon aus, dass der 8. Mai als Gedenktag unstrittig ist. In der Bundesrepublik Deutschland war das über Jahrzehnte hinweg nicht der Fall. Da ging es eigentlich darum, dass der 8. Mai als Tag des Zusammenbruchs, der Katastrophe oder der Niederlage oder im wertneutralsten Bereich als Tag des Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa behandelt wurde. Es waren die Antifaschisten, die daran erinnerten, dass am 8. Mai nicht nur etwas zu Ende war, sondern dass dieser Tag tatsächlich eine Befreiung war, Befreiung für alle vom Faschismus okkupierten Länder, aber auch die Befreiung der Verfolgten, die Befreiung derjenigen, die aus rassistischen, aus politischen, aus religiösen Gründen ausgegrenzt waren aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft, die in den Konzentrationslagern und Haftstätten inhaftiert waren. Es war der Tag der Befreiung und der Tag natürlich der Befreiung auch der Mehrheitsgesellschaft von der Angst vor der Fortsetzung des Krieges. Und ich selber erinnere mich daran, dass ich am 8. Mai, genauer gesagt am 10. Mai, das war der Samstag 1975, bei der ersten Großaktion in der Bundesrepublik Deutschland zur Erinnerung an diesen Tag der Befreiung von Faschismus und Krieg in Frankfurt bei einer Großaktion beteiligt war. Das war der Ausgangspunkt, wo es in die gesellschaftliche Debatte in unserem Land losging. 1985, 10 Jahre später, folgte der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit seiner berühmten Rede, in der er auch den Begriff Befreiung nannte, was ihm dann, wir würden heutzutage sagen, einen Shitstorm, einen Protest ausgelöst hatten. Und es dauerte tatsächlich einige Jahre noch, bevor es gesellschaftlich völlig en vogue war, zu sagen, ja, am 8. Mai wurde dieses Land befreit. Das heißt, wir müssen daran erinnern, es war nicht automatisch so, dass wir von immer dieser Meinung waren, sondern der 8. Mai ist ein Erinnerungstag, der erkämpft worden ist, in der Tat erkämpft worden ist von Antifaschisten, erkämpft worden ist zum Erinnern und Gedenken an diejenigen, Frauen und Männer, die mit ihrer Gesundheit, Freiheit und Leben sich gegen den Faschismus gestellt haben, und erkämpft worden ist zur Erinnerung und zum Gedenken an diejenigen, die Deutschland befreit haben. Und da sind wir im Moment gerade in einer sehr aktuellen Debatte. Denn befreit wurde dieses Land durch die militärischen Kräfte der Anti-Hitler-Koalition. Und zu den militärischen Kräften der Anti-Hitler-Koalition, die einen entscheidenden Anteil und leider auch die größte Last des Zweiten Weltkrieges getragen hatten, gehörte selbstverständlich die sowjetische Armee, die Rote Armee. Allein von den, wir sprechen in der Regel von 55 Millionen Opfern des Zweiten Weltkrieges, allein 27 Millionen sind auf Seiten der sowjetischen Völker, Streitkräften, der Zivilbevölkerung zu verzeichnen gewesen. Das heißt, die Hälfte der Kriegsopfer in Europa sind von ihnen zu tragen gewesen. Und sie haben, wenn man sich den Weg der Armee anschaut, der zurückgelegt worden ist, von Stalingrad, heute Wolgograd, von kurz vor Moskau bis nach Berlin, eine enorme Befreiungsleistung vollbringen müssen gegen große Widerstände der SS,
gegen Widerstände der Kollaborateure, gegen Widerstände, die dort versucht haben, diese Befreiung aufzuhalten. Daran zu erinnern, ist auch notwendig am 8. Mai. Und tatsächlich, die Völker der Sowjetunion, und zwar alle Völker der Sowjetunion, die heutzutage natürlich nicht mehr Sowjetunion sind, sondern in ihren jeweiligen Nachfolgestaaten sind, haben das volle Recht und die volle völlig legitime Recht, die Befreiungsleistung und die damit verbundenen Opfer zu erinnern. Und das heißt in Russland, in Belarus, in der Ukraine, in Georgien, in Kasachstan und welche Völker der Sowjetunion immer daran beteiligt gewesen sind. Wir erleben in diesem Jahr natürlich vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, dass die Erinnerung sehr kompliziert ist. Weil es die Frage ist, ist es zulässig, dass russische Vertreter sich an den 8. Mai erinnern? In Gedenkstätten wurde sogar beschlossen, ganz offiziell die Vertreter der Russischen Föderation und Belarus, obwohl Belarus mit keinerlei Kriegsaktion an dem Krieg beteiligt ist, nur nicht sich von der Russischen Föderation abgegrenzt hatte, auszugrenzen von allen offiziellen Gedenkveranstaltungen. Ich finde, das ist eigentlich ein Affront, der mehr ist als nur eine diplomatische Ausgrenzung. Wenn man nicht grundsätzlich ablehnt, überhaupt staatliche Vertreter bei diesen Erinnerungsveranstaltungen zu beteiligen, dann geht es nicht, zwei Staaten auszugrenzen mit dem Hinweis, sie führen ja Krieg und die anderen dabei zu behalten. Denn es geht nicht um die russische Erinnerung, es geht um die Erinnerung an die sowjetischen Streitkräfte, es geht um die Erinnerung an die sowjetischen Opfer, die aus alle den Nachfolgestaaten aus der Sowjetunion stammten, und deren zu erinnern und denen ein würdiges Gedenken zu ermöglichen, muss möglich sein. Und das gehört auch zum 8. Mai diesen Jahres. Ein Problem, was ich habe mit dieser Ausgrenzung: manch einer nennt zwar die moralische Begründung, ja, man müsse hiermit ein Zeichen gegen den Krieg setzen. Ich bin für alle Zeichen gegen den Krieg. Und zwar klare und deutliche Zeichen gegen den Krieg. Kein Mensch, kein Antifaschist, kein Friedensfreund kann sich für Krieg einsetzen. Aber das, was ich erlebe, ist, dass diese Zeichen, die gesetzt werden, ganz anderer Natur sind. Wenn beispielsweise kürzlich in Berlin die dortige CDU den Antrag stellt, das sowjetische Ehrenmal im Berlin-Tiergarten zu demontieren, weil angeblich die dort gezeigten Panzer in Zeiten der russischen Aggression gegen Ukraine nicht mehr zeitgemäß seien. Als wenn die Panzer, die dort stehen, Panzer der russischen Armee sind. Es waren sowjetische Panzer, die Berlin erreicht haben. Das heißt, die eigentlich die Befreiung von Berlin vom Faschismus dokumentieren. Dann zeigt es mir, dass man mit dieser Art des symbolischen Protestes etwas anderes möchte. Man möchte Geschichte entsorgen. Man möchte möglicherweise mit dem Hinweis, dass das alles gar nicht stimmt mit der Entnazifizierung oder Verfolgung der Nazis in der Ukraine, auch die Frage der faschistischen Verbrechen, die tatsächlich in der Ukraine begangen worden sind durch die deutsche Wehrmacht, und Babin Yar ist eines der berühmtesten Beispiele dafür, entsorgen im öffentlichen Gedanken. Und das muss verhindert werden, und dafür sollten wir am 8. Mai in der Erinnerung an die Befreiung von Faschismus und Krieg Beitrag leisten, indem wir deutlich machen, wir dürfen nicht zulassen,
dass die Massenverbrechen, die der deutsche Faschismus im Rahmen seines antibolschewistischen Vernichtungskrieges und seine Massenvernichtung in den Vernichtungslagern begangen hat, dass die entsorgt werden mit Hinweis auf Proteste gegen russische, und zwar heutige russische Militäraktionen in der Ukraine. Und deswegen denke ich, der 8. Mai bleibt notwendig, ist notwendig. Und ich halte viel davon, daran zu erinnern, was Esther Bejarano, eine Auschwitz-Überlebende, vor 2 Jahren mit ihrer Petition auf den Weg gebracht hatte. Sie forderte nämlich, der 8. Mai müsse Feiertag werden. Diese Petition, die man auch heute noch unterzeichnen kann, richtet sich darauf, darüber nachzudenken, was eigentlich der 8. Mai als Befreiungstag für uns in unserem Land, für die Bevölkerung in unserem Land und für das Miteinander aller Völker gebracht hat. Die Notwendigkeit nämlich, klar gegen Faschismus zu stehen, aber auch klar für eine Friedensordnung einzutreten, die für alle Völker in Europa angemessene Sicherheit beinhaltet. Und diese Botschaft des 8. Mai ist aktueller denn je.